Salve. Ave Paulus. Ja, heute mal ein langweiliges Video, nachdem es ja die letzten Wochen nur Action und Knall auf Fall gab. Warum hast du meinen Bildschirm kaputt gemacht? Ich hatte Lust. Da war eine Stimme in mir, die hat gesagt, mach Pauls Bildschirm kaputt. Ach so, ich dachte andere Lust und deswegen musste der Bildschirm herhalten. Genug davon. Du hast heute Morgen schon Autos umgepackt. Sie. Wieso denn? Weil bald ein Container rausgeht. Oho. Hab ich gehört. Ich habe auch gehört, dass letzte Woche schon ein Container rausgegangen ist. Aber nicht nach Deutschland. Also wahrscheinlich wieder so uninteressant, dass die Leute jetzt wieder kommentieren müssen, dass es keinen interessiert. Hatten wir ja auch schon, wenn du dich erinnerst, an den einen Facebook-Beitrag. Ja. Wo es um den Porsche damals ging. Ach, das war noch zu ABF-Zeiten. Aber ich kann mich trotzdem dran erinnern. Ja, es vermischt sich manchmal ein bisschen die Erinnerung, ne? Naja, oder das Thema Workfang, das hat ja auch... Ja. Die kriege ich eh nicht zugelassen. Es ging in dem Beitrag an sich ja nur darum, dass wir immer noch sehr gute Drähte zu Work haben und der sogar vorbeikommt, um uns Katalog und... Das da. ...über sich zu bringen. Und also mich persönlich macht das schon stolz und freue mich auch drüber, und deswegen habe ich das ja auch gepostet, aber das Gros der Leute war, die kriegt man doch sowieso nicht zugelassen. Darum ging es doch in dem Post aber auch gar nicht. Manche kaufen sich die Dinger ja auch nicht aus Deutschland oder um die auf Autos zu stecken, die sowieso keine Zulassung bekommen. Ist ja auch egal. Ja, was haben wir zurzeit für News? Also der Container, der nicht nach Deutschland gegangen ist, ist nach Katar gegangen. Der Linkslenker R35 GTR hat uns dann doch mal verlassen nach 2 Jahren. Ja, es war ein bisschen durcheinander, weil der hatte den eigentlich bei jemand anders gekauft und der hat die Papiere nicht rausgerückt, aber im Endeffekt hat es nun doch geklappt. Das scheint sich in letzter Zeit zu häufen, weil ein Partner von uns hat auch, bevor er uns kannte, einen Porsche über jemand anderes ersteigert und der kriegt es seit 1,5 Jahren jetzt nicht hin, das Auto rauszuschicken, und der Informationsfluss ist halt auch nicht da. Und deswegen haben wir jetzt das Ganze übernommen und der wird hier bald aufkreuzen. Neben einem R31 Outtake, habe ich gehört. Oh nein, ich habe gespoilert. Ja, unser erster R31. Also, Memo zur Autopanzeiten hat der damals schon einen, wenn ich mich erinnere. Und ich aber nicht. Also, ich kam erst danach und deswegen ist das tatsächlich mein allererster R31. Und damit habe ich fast die ganze Reihe voll. Es fehlt eigentlich nur noch ein KPG C10. Ein Kenmeri. Oder, ja, ein Kenmeri auch noch. Also ein Hakusuko und ein Kenmeri wäre noch gut. Es reicht ja auch die kleinere Variante davon. Muss ja keine Legende sein. Weil Legende will auch immer legendär bezahlt werden. Das ist, ja, anders kann man es nicht nennen, oder? Wie viel kostet der bei Tanakas an? 300.000 Euro? Nee, 240 circa. Naja. Also, ja, dann kommt noch ein Honda Beat in Gelb, so wie ich ihn damals auch hatte tatsächlich. Oh Gott. Ja, da darfst du mich dann reinzwingen. Auf die schönen Zebrasitze, da freue ich mich schon drauf. Aber er hat die Zebrasitze, er hat keine Schalen. Ja, er hat Zebrasitze. Na Gott sei Dank. Das finde ich echt cool, das feiere ich total. Was haben wir noch? Ein Evo haben wir noch. Ein S15 haben wir noch. Was haben wir noch? Da war noch was. Ein Crown. Ein neuerer, eine Nummer neuer als deiner. Da freue ich mich auch schon drauf. Der ist 200 also. Genau. Also es sind aktuell ein paar... Ach ja, ein RX-7 mit Full Reamemia Kit und Felgen. Geil. Und ein 32 GTR. Mal seltenerweise. Ja. Hatten wir jetzt aber schon eine Weile nicht. Das stimmt. Also Leute, wo bleiben die R32 Bestellungen? Ja. Also kommt da in Zukunft dann auch wieder besser Content als heute, wo nur ich zu sehen bin, der macht. Wie nochmal? Ah ja. So. Ich glaube, da kann keiner was mit anfangen. Ich überlege gerade, ob ich die lustige Schweizer Geschichte von gestern Abend erzähle. Soll ich? Ja, bitte. Ich krieg gestern Abend gegen 22 Uhr
22.30 Uhr sind wir den Anruf von Daniel Obrist, Schweiz Garage, Essigsocken und so weiter. Ihr kennt ihn. Sie war auf der Suche nach einem Hotel. Und dann hat er mich gefragt, ob ein Stundenhotel ein normales Hotel sei. Aber hier in Japan sind die Stundenhotels, auch genannt Dorfhotels, dafür gedacht, dass man da hinfährt, um den Akt auszuführen. Ja, und irgendwie ist es... Warst du schon mal in so einem Ding? Nein, noch nicht. Also es ist wirklich, wenn man da hinkommt, das hat schon irgendwie was Verruchtes an sich. Weil man sieht auch keinen, es ist alles so privat. Und selbst, es gibt sogar auf dem Parkplatz für Kennzeichen so eine Aufsteller, dass man vor das Kennzeichen stellen kann, dass man das Kennzeichen nicht sieht. Total krass, ja. Ja, ich erkläre ihnen das dann, dass die Dinger wirklich nur dafür gedacht sind. Und man auch aus dem Zimmer nicht mehr rauskommt. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem so ist, aber in dem, was hier in der Nähe ist, geht man halt rein. Und wenn die Tür ins Schloss fällt, dann aktiviert sich der Zähler. Und man bezahlt dann direkt an so einem Automaten vor der Tür und dann geht die Tür wieder auf. Das heißt, man kann auch nicht rein und raus, wie man lustig ist. Wenn man essen und trinken und so will, beziehungsweise kann man sich das bestellen und auch andere Dinge, die im Katalog sind, dann ist das sogar so, es gibt da so einen Vorraum, wo man halt auch die Schuhe abstellt. Und wenn man da Essen bestellt, dann bringen die das da hin, stellen das da ab und sagen dann, rufen dann. Also sagen nur Bescheid. Und dann gehen die wieder raus. Also man kriegt die auch nicht mal zu Gesicht oder nimmt das entgegen oder so. Das ist alles komplett anonym und ja. Gab es die Dinger nicht auch mit Kostümverleih? Also, dass man sich ja, auch Kostüme kann man das machen. Aber Fritz, es gibt nicht deine Größe für das Häschenkostüm. Schade. Wenigstens das Maid-Kostüm? Nein, auch nicht. Schade. Auch Flugbegleiterin nicht. Polizei auch nicht und Krankenschwester auch nicht. Tut mir sehr leid. Ich habe extra alles durchgeguckt damals, die Größen, aber es ist nichts für dich dabei. Schade. Ja, jedenfalls haben sie sich dann doch ein anderes Hotel gesucht. Sie meinten wohl auch, dass da jemand, eine Frau war, die ganz komisch geguckt hat, als sie die beiden gesehen hat. Und ich wusste auch in dem Moment sofort, warum. Aber die wussten es halt in dem Moment noch nicht. Aber es ist schon witzig. Also ich habe gut gelacht gestern Abend. Ja, also die sind weiterhin unterwegs. Müsst ihr mal gucken bei Instagram, BK Autowerk. Wie Berg mit W und K mit G und halt Obis Motorsport, die posten auch ab und zu ein paar Stories und Bilder. Osaka, in Osaka sind sie ab heute. Also jetzt machen sie noch ein bisschen Osaka unsicher und dann noch eine Woche Tokio und dann geht's auch schon wieder zurück. So schnell fliegt die Zeit, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Ja, wir haben erstmal wieder Ruhe hier. War jetzt keine Belastung, also nicht falsch verstehen. Vor allem hast du ja ein bisschen Freude. Das ist richtig. Also so ein Arbeitstag wünschen sich bestimmt einige Leute, die uns zuschauen. Vielleicht. Nicht nur vielleicht, durchaus. Du weißt das gar nicht zu schätzen. Nein, Quatsch. Ja, das sind so die News, die ich hatte. Hast du noch News? Ich weiß nicht. Das ist aber schön. Ja, nö, ich auch nicht. Dann wollen wir es wohl dabei belassen diesmal, was? Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen oder zumindest für den einen oder anderen Lacher gesorgt, zumindest bei der Geschichte. Dann sehen wir uns nächstes Mal auf jeden Fall wieder mit einem Auto-Video, wie gehabt, weil morgen, also morgen nach dem Tag, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, kommen 2, 3, vielleicht sogar 4 Autos irgendwie fort. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber ich weiß, dass auf jeden Fall Autos kommen. Da muss ich nochmal nachschauen und ja, weiter geht's. Ja. Dann soll ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem normalen Video, wie gerade schon gesagt. Ihr könnt ja trotzdem kommentieren und liken und abonnieren und tun. Essigsocken anziehen. Bis zum nächsten Mal, euer Sumo-Team.